Guten Tag, mein Name ist Dr. Gräfendorf. Heute geht es um die Meditation zu dem Thema die Energie des Feuers. Ja, diese Meditation wird es sowohl als Video als auch als Podcast geben, sodass Sie als Podcast die Möglichkeit haben, sich die Meditation anzuhören und mit geschlossenen Augen zu entspannen und zu meditieren, während Sie beim Video die Chance haben, auch mit offenen Augen das Entspannen und das Meditieren zu lernen und zu trainieren, sodass Sie auch in Ihrem normalen Alltag immer öfter auch zwischendurch entspannen können. Ja, ich möchte Sie bitten, jetzt eine angenehme Position einzunehmen, egal ob Sie auf einem Stuhl sitzen oder auf Ihrem Sofa oder Bett, auch wenn Sie stehen oder unterwegs sind, dass Sie eine angenehme Position einnehmen und diejenigen, die das Video sehen, dürfen gerne den Blick nach innen richten, während diejenigen, die das Podcast hören, jetzt gerne ihre Augen schließen dürfen. Erlaube es dir, deinen persönlichen Ort der Geborgenheit wahrzunehmen und diesen Ort mit allen Sinnen fühlen, spüren und dabei immer tiefer und tiefer entspannen, loslassen, dass sich alle Muskeln immer mehr und mehr lösen und du dich immer tiefer und tiefer entspannen kannst. Erlaube es dir, dir selbst allen Raum und alle Zeit der Welt zu nehmen, um zu schauen, welches innere Feuer du in dir hast, wofür du glühst und welches Gefühl in dir dieses Gefühl der Freude, der Kraft und der Energie schenkt. Und spüre hinein in all die Lebensbereiche, die dich zum Brennen bringen, dich begeistern und dir Freude schenken. Und erlaube es dir, dir jetzt Raum und Zeit zu nehmen, um all das, was dich belastet und beschwert, einfach zu verbrennen, loszulassen. Anstatt selber auszubrennen oder andere zu verbrennen, darfst du dir jetzt die Zeit nehmen, hineinzuspüren, was da so in dir knistert, was in dir Geräusche macht, was aufkeimen, aufbrausen möchte und sich entwickeln möchte in deinem Leben, sodass du merkst, wofür du wirklich brennst, was deine Leidenschaften sind, mit welchen Menschen, mit welchem Beruf, mit welchem Sinn du durch dein Leben gehen möchtest und welchen Sinn du deinem Leben schenken möchtest. Und erlaube es dir, das Knistern in dir lauter werden zu lassen und hineinzuspüren in all das, was in dir steckt und was ausgelebt werden möchte, sodass du Stück für Stück all das verbrennst und loslässt, was dich bisher belastet hat, sodass du endgültig Abschied nehmen kannst, so wie beim Osterfeuer oder Silvesterfeuer, wo du die Vergangenheit hinter dir lässt und dich darauf freuen darfst, auf all das, was vor dir liegt, wo dein Herz für brennt und wo du Flamme bist, und das Licht in dir spürst, die Begeisterung.
und auch diesen Kampfeswillen, dich für das einzusetzen, was dich in deinem Leben weiterbringt, so dass du die Kraft hast, immer wieder aufzustehen, deinen Weg zu gehen. Und ich möchte dich bitten, mal tief durchzuatmen. Ganz tief durchzuatmen und dich mit dieser erfrischenden Kraft, diesem inneren Feuer in dir zu verbinden, mit dieser positiven, konstruktiven Energie, so dass du immer mehr und mehr die Kraft und die Energie in dir spürst, all das zu verwirklichen, was schon in dir knistert, was du schon in dir wahrnimmst. Und ich werde gleich von 1 bis 3 zählen. Und bei 3 möchte ich dich bitten, mit all diesen guten Gefühlen, mit dieser Kraft und Energie, verbunden mit dieser inneren Flamme in dir, in dein eigenes Leben zurückzukehren und dein Leben so zu gestalten, dass du deine Herzenswünsche leben kannst, diese Wärme in Herz und Bauch spürst und ein richtig gutes, glückliches Leben führen darfst. 1. Frische Kraft und Energie kehren in deinen Körper. 2. Erlaube es dir, dich langsam zu recken und zu strecken. 3. Sei wieder ganz im Hier und Jetzt. Ja, ich möchte Sie einladen, dass Sie öfter in Ihrem Alltag einfach die Wärme spüren. Egal, ob es die Herzenswärme ist, die Sie spüren mit bestimmten Menschen in Ihrer Umgebung oder auch wenn Sie die wärmenden Sonnenstrahlen auf der Haut spüren oder die schöne Natur, den Sonnenschein, egal ob Frühling oder Sommer. Selbst im Herbst oder Winter gibt es lichtvolle, schöne Momente, sowohl im Außen als auch im Innen. Egal, ob Sie ein wärmendes Getränk wie eine Tasse Tee oder Kaffee trinken oder ein warmes Bad nehmen, erlauben Sie es sich, sowohl außen als auch innen, sich mit dem zu verbinden, was Ihnen Kraft, Freude und ein Gefühl von innerer Wärme schenkt, so dass Sie mit diesem warmen, guten Gefühl in Ihnen Ihr Leben gestalten können. Ihr Gesundheitsdoc Songül Gräfendorf.